Herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, Ausgabe Nummer 197. Heute mit Elias Wiedes, meinem Sparringspartner zum Thema Instagram, einem sehr erfolgreichen Unternehmer, der mich sehr stark an Tarek Müller erinnert, aber noch mal ungefähr 10 Jahre jünger ist. Also ihr werdet, glaube ich, euren Spaß haben bei diesem Podcast. Und das wird auch ganz bestimmt nicht der letzte Podcast mit Elias, weil das ganze Thema Influencer-Marketing und die Art und Weise, wie wir Marken erleben und kaufen, sich gerade massiv verändert. Und ich möchte mich bei Elias mal ganz herzlich bedanken für den Geburtstagskuchen, den er mir geschickt hat, mit einem eigenen Supergraf-Logo obendrauf. Sehr, sehr cool. Ich habe zwar erst morgen Geburtstag, aber den werde ich hier mit der Familie verschlingen. Dieser Podcast wird auch wieder unterstützt von myhsvorteile.de. Ich habe da letztes Mal schon drüber gesprochen. Also alle diejenigen unter euch, die häufiger Reisen buchen und ein bisschen schneller im Hotel einchecken wollen und auschecken wollen, die können unter myhsvorteile.de alle Vorteile genießen, die HRS bietet. Das ist insbesondere für Kleinunternehmer, Startups und Co. Zurechtgeschnitten. Ich habe ja schon letztes Mal gefragt, ob da nicht mal die HRS-Gründer, weil das ein familiengeführtes Unternehmen ist und eine sehr, sehr große Vergleichsplattform, ob die nicht auch mal den Podcast wollen. Es hat sich noch keiner gemeldet. Also wenn das jemand hören sollte, sagt gerne Bescheid und dann können wir auch im Podcast darüber reden, ob sich der ein oder andere hier von den Podcast-Hörern bei myhrsvorteile.de angemeldet hat. Ihr könnt auch einen 5-Sterne-Hotelgutschein gewinnen, wenn ihr euch da anmeldet. Mich spricht nicht so sehr der Hotelgutschein an, mich spricht an, dass man beim Ein- und Auschecken einfach nicht mehr Schlange stehen muss und seine Daten eingeben muss, also Express-Check-In, Express-Check-Out und natürlich Business-Tarife mit bis zu 30% günstiger. Alles bei HRS, aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Podcast mit Elias, dem jungen Tarek Müller. Hallo Elias, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute hier in Berlin im I31 Hotel. Thema Instagram, Social Media, Marken. Thema auch der Supergraf Instagram-Kanal. Da kommen wir gleich nochmal im Detail für vielen Zuhörer dazu. Bevor wir aber da in die Details einsteigen, sag mal, wer du bist und was du machst. Ja, vielen Dank für die Einladung, Alex. Freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich bin Elias Wiedes, Gründer von Moonidea. Das ist eine Social First Marketing Agentur. Ist eine Ausgründung eben aus einer Supplement Brand, an der wir gearbeitet haben und wo wir 8-stelligen Umsatz in ungefähr 3 Jahren über Instagram aufgebaut haben. Und ja, das heißt, heute machen wir diese Agentur. Sehr cool. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu, was ihr da konkret macht. Ich glaube, es ist für viele auch mal ganz wichtig zu verstehen, wie wir uns kennengelernt haben. Du bist ja Member in der Kassenzone WhatsApp-Gruppe oder in der Messenger-Gruppe. Ich weiß gar nicht genau, irgendwann hatte ich irgendwas geschrieben, ich weiß auch nicht genau was, und hast du darauf geantwortet, dass das total schlecht ist und das kann man total optimieren. Kannst du dir noch erinnern, was das war? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es jetzt gerade leider spontan nicht genau, was es war. Aber auf jeden Fall wolltest du irgendwas verbessern und dann hatten wir, dann habe ich gesagt, cool, ich will sowieso ein bisschen diesen ganzen Instagram-Bereich was machen, ausprobieren. Könnt ihr mir dabei nicht helfen? Und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen. Ich glaube, das muss schon Ende letzten Jahres gewesen sein. Ende letzten Jahres muss das gewesen sein. Und da habt ihr gesagt, eigentlich macht ihr das jetzt nicht für Handeln wie nicht sozusagen Instagram-Kanäle, ihr hättet es netter gesagt, aufzubauen, aber das könnte ein lustiges, ein schönes Experiment sein, weil ich halt glaube, und das merke ich ja, WhatsApp ist ja nur ein Beispiel, der Podcast ein anderes Beispiel, dieser ganze Medienkonsum auch von Content verändert sich. Ich habe gesehen, dass Instagram und auch gelernt, dass Instagram halt so einer der Kanäle ist und eines der Medien geworden ist in den letzten 2 Jahren, wo halt extrem viel jeden Tag passiert und wo die Leute immer mehr Konsumzeit haben. Ich aber bisher gar keinen Platz gefunden habe oder auch gar keinen Sinn drin gesehen habe, die Art von Content, die ich generiere und das Wissen, was ich generiere, dort teilen zu können. Und da hast du gesagt, nee, das geht aber schon in diese Richtung, da müssen wir so ein bisschen was ausprobieren und darüber habe ich so ein bisschen deine Story auch kennengelernt und das, was ihr da so macht und das lösen wir gleich auch noch mal ein bisschen auf, was da gerade genau passiert. Ich bin total froh, dass wir das gestartet haben. Wir kommen auch gleich nochmal auf die Learnings zu sprechen, die wir jetzt konkret in meinem Kanal gesammelt haben. Vielleicht kannst du den Leuten ein bisschen mehr Background geben, wie du quasi heute als Gründer aufgestellt bist. Du gehörst ja zu einer jungen Gründergeneration, bist 21, sozusagen hast du schon relativ viele Sachen gemacht. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was du
vor der Agentur Muna Idea gemacht hast. Ja, übrigens, die Agentur heißt bald anders, aber bevor, ich hatte meinen ersten E-Commerce-Shop, als ich 14 war. Das war damals noch mit Wix.com hieß das. Das gibt's immer noch. Okay, ja gut, das ist cool, freut mich. Auf jeden Fall, wir haben damals angefangen, ich war halt hobbymäßig Airsoft-Spieler, das ist so eine Sportart und sollte man nicht googeln. Auf jeden Fall habe ich da eben angefangen, selber Produkte zu machen und wir haben am Anfang alles verkauft über Facebook-Gruppen, also das war damals unser Fokus, das war für uns so das Natürlichste, wie du es machen kannst, über Facebook-Gruppen und über Foren und haben dann, und da gab es noch keinen Online-Shop und dann haben wir halt irgendwann gemerkt, okay, wenn ich das größer machen will, dann brauchen wir einen Online-Shop. Und das haben wir dann gemacht. Blöderweise kam dann eine Gesetzesänderung, ITO 2012, und dann konnten wir das nicht mehr weitermachen. Musste ich das aufhören. Parallel hatte ich aber dann angefangen, so mit Supplements zu arbeiten, also Nahrungsergänzungsmittel. Das war damals diese Zeit, da war speziell in der Dachregion ein extremer Hype um das ganze Thema herum. Also das gab es vorher noch nicht und ist auch heute nicht mehr so. Das war der absolute Peak. Da wurden auch viele so Supplement-Brands gegründet, viele Shops. Und speziell eben für die Altersgruppe so, sag ich mal, 17- bis 30-Jährige maximal. Und habe ich damals parallel dann einen Schweizer Geschäftspartner kennengelernt, der damals 21 war. Der war auch Weltmeister im Powerlifting in seiner Klasse. Und der hatte also sehr viel Expertise für Supplements. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht macht es Sinn, da so einen Shop zu machen. Und dieser Shop, hat dann sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Wie alt warst du da? Bitte? 2012? Nee, das war nach 2012. Also 2012 war diese Gesetzesänderung. Okay. Als ich mit Essential angefangen habe, da war ich 16 ungefähr. Knapp vor 17 ungefähr. Und dementsprechend haben wir halt angefangen. Und das hat eben sehr, sehr schnell funktioniert, weil wir haben halt von Tag 1 mit Influencern gearbeitet. Damals gab es das Wort noch gar nicht. Für uns war das einfach der natürlichste Weg, Marketing zu machen. Wir wären gar nicht auf die Idee gekommen, weiß ich nicht, irgendwas offline zu machen. Das war für uns so total außerhalb von unserer Realität. Deswegen haben wir das. Aber auch nicht Performance Marketing? Also ich meine, das ist später dazugekommen. Ja? Am Anfang war es nur organisches. Du musst dir vorstellen, was ich aus einem kleinen Dorf in Tirol, da war das, was wir machten, so ein Online-Shop, das war damals schon so Rocket Science. Also damals, da dachten wir, wir sind jetzt Mark Zuckerberg oder sowas. Also das war noch ein ganz anderer Film. Und es hat ganz gut funktioniert, weil wir halt von Anfang an mit sehr vielen Influencern gearbeitet haben. Da gab es in Deutschland so eine kleine Mafia, in der Dachregion gab es so eine kleine Mafia, das waren so 5 YouTuber, die halt auf allen Channels groß waren, weil damals war unser Fokus tatsächlich, da war Instagram noch nicht so ein Thema, war schon ein Thema, aber für uns noch nicht. Wir hatten das noch nicht so schnell begriffen damals, sondern wir hatten primär wirklich mit YouTube-Influencern gearbeitet, die zu dem Zeitpunkt gerade groß wurden auf Instagram. Und damals haben wir die eben dann am Shop beteiligt, auch an unserer Firma, weil es war eben eine AG in der Schweiz und in Österreich eine GmbH. Und der Punkt, der halt dann das gehebelt hat, war einerseits natürlich der Channel, weil wir haben halt unsere Kunden wirklich erreicht und damals waren ja die Preise für Influencer-Marketing noch ganz anders und auch Influencer-Marketing an sich, weil es den Begriff noch nicht gab, war die Akzeptanz von Kunden ganz auf viel, viel höher. Also das war. Kannst du mal ein Beispiel geben? Also ein YouTuber, der in eurem Bereich da aktiv war, irgendwelche Fitnessleute wahrscheinlich. Ja. Die da irgendwie 50, 100.000 Abonnenten hatte, was muss man denen in die Hand drücken, damit man da ins Geschäft damals bekommt? Ja? Bei uns waren es ein bisschen speziellere Deals, die hatten bei uns Firmenbeteiligungen tatsächlich. Also Umsatzbeteiligungen? Nee, Firmenbeteiligungen. Okay. Ja. Wir hatten auch Umsatzbeteiligungen, ja, aber die großen, von denen ich jetzt gerade denke, die hatten tatsächlich auch Firmenbeteiligungen, weil dadurch hatten die halt die Motivation, exklusiv nur uns zu promoten, weil was parallel gemacht wurde ist, es wurden auch über die YouTuber eigene Brands gelauncht, die wir dann halt exklusiv im Shop hatten und auch die Exklusivrechte in der Schweiz und so Geschichten. Ne? Das heißt, das war alles schon ein bisschen weitläufiger und das heißt, dadurch ist das sehr schnell gewachsen. Wir waren dann nach so 1,5 Jahren der zweitgrößte Multibrand Online-Retailer in der Schweiz. Und in der Dachregion sind wir auch gewachsen. Muss dazu sagen, eben was ich vorhin sagen wollte, warum wir so schnell gewachsen sind, war auch, es gibt in dieser Supplement-Industrie, in dieser Kundengruppe, gibt es so ein Feld, das nennt sich Booster, eine Produktgruppe. Und diese Gruppe allein macht halt ungefähr 30% oder 40% vom gesamten Umsatz im Shop aus. Und in dieser Zielgruppe. Was machen Booster? Wird man da schneller stark mit?
Die nimmt man vorm Training ein und das ist halt wie ein Aufputschmittel sozusagen, damit du härter trainierst. Das fördert auch die Durchblutung und so Geschichten, ist extrem koffeinhaltig, Taurin, alles Mögliche. Legal? Ist legal, ja, natürlich. Außer in der Schweiz, eben darauf komme ich jetzt. Ja. In der Schweiz sind die legal, aber nicht verkehrsfähig. Und das heißt, wenn ein Schweizer so Booster haben will, und ein Schweizer will natürlich Booster haben, aber wenn er die haben will, muss er die entweder aus Deutschland oder Österreich bestellen. Und wenn er das macht, muss er halt hohe Zollkosten, lange Versandzeiten, alles Mögliche in Kauf nehmen. Und das will er nicht. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir hatten in Österreich noch ein Lager, eben noch eine eigene Firma da gegründet. Und waren dann die ersten, die mit der DPD eine Sammelverzollung vereinbart haben in diesem Feld und dachten, das ist jetzt Rocket Science, haben dann so nämlich so ein Geotargeting im Schweizer Shop reingebracht. Das heißt, wenn ein Schweizer auf einen Booster klickte, dann ist er automatisch an eine österreichische Domain weitergekommen, hat das nicht unbedingt gemerkt und hat dann eben dort wurden auch Schweizer Preise angezeigt, Franken, die saß und hat dann eben vom österreichischen Lager bestellt, versandkostenfrei und halt auch zollkostenfrei und innerhalb von 3 Tagen, das war damals noch okay, bei ihm. Und das war halt ein totaler Gamechanger, weil eben unser größter Konkurrent in der Schweiz, den gab es damals schon seit 20 Jahren oder so, der hat halt nicht verstanden, wie wir das machen, weil wir halt die Ersten waren, dieses System, die da zufällig drauf gestoßen sind. Und das war eigentlich dann so, sag ich mal, der stärkste Hebel, der für uns dann den Umsatz getrieben hat. So ist das ein bisschen gewachsen. Umsatz war dann damals, ich weiß, du fragst dich hier gleich, der war damals, wir waren pro Monat 6-stellig und wir fanden halt, das war damals viel. Das ist ja auch eine ganze Menge. Und wie bist du dann in diese ganze sozusagen Social Media Instagram Welt reingerutscht? Also wenn du sagst, damals waren das YouTuber, die auf Instagram groß geworden sind, ist das auch heute noch so? Also ist das quasi so ein Shift? Die Leute konsumieren dann gar nicht mehr bei YouTube, sondern bei Instagram? Also damals hat das langsam Traction gekriegt, das Instagram-Thema. Die ersten Influencer haben realisiert, okay, ich muss auf Instagram was machen. Und dementsprechend wir sind richtig auf den Instagram-Film so draufgekommen gegen Ende der Central-Zeit, als wir halt gemerkt haben, okay, der YouTube-Markt wird überfüllter und überfüllter. Mhm. Wenn dort Ads kommen, dann sind die nicht mehr so marktdurchdringend, wie das vorher war. Und wir müssen, um wirklich diese Credibility zu schaffen, die dann so der Differentiator war, müssen diese Influencer, die mit uns arbeiten, auf allen Channels diese Sachen aggressiv promoten, die wir machen. Ja. Und dazu zählte dann eben auch Instagram, wobei das eben dann noch so ein bisschen early war. Und dann haben wir relativ schnell realisiert, okay, wie viel Potenzial für uns auch als Marke mit unseren Own Channels auf Instagram tatsächlich ist. Und das gilt natürlich auch für die Influencer, die das da natürlich getrieben haben. Und so ist halt der Fokus operativ langsam mehr und mehr, das hat sich einfach so ergeben, das war jetzt keine strategische Entscheidung, sondern es hat sich so ergeben, auf Instagram geswitcht. Also so hat sich das ergeben. Okay, und dann ist aber irgendwann mit Essential Schluss gewesen? Genau. eben, man kann sich vorstellen, also da war ich dann, ich habe ja mit 17 die Schule abgebrochen, weil ich halt das so gesehen habe, dass das für mich keinen Sinn mehr macht. Sehr pragmatisch, ja. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Meine Eltern haben sich gar nicht gefreut. Mein Vater ist Steuerberater und meine Mutter ist arbeitet im Casino und das heißt, das ist jetzt keine Unternehmerfamilie oder sowas. Und das Dein heißt, Vater Steuerberater, deine Mutter arbeitet im Casino, das klingt ja nach einem Kartell. die haben sich natürlich gar nicht gefreut, die konnten das gar nicht fassen am Anfang. Das war gar nicht so lustig damals. Das war so ein Riesending, so Schulerbrechung, bla bla, und jeder dachte, dass ich komplett wahnsinnig bin. Und das war nicht einfach meinen Eltern zu erklären. Damals hatte ich eben die Schule abgebrochen und wir waren halt total in diesem Film drinnen. Man muss sich vorstellen, eben damals, das ist jetzt heute schwer zu erklären, aber es war damals halt so, es war halt dieser total crazy Hype grundsätzlich in der Fitness-Szene. Also es war wirklich so, auch die Fitness-YouTuber, und das ist jetzt nicht übertrieben, da haben sich halt, und jeder, der die Fitness-YouTube kennt, der weiß gleich, wer gemeint ist, wurden halt gleich irgendwie... Ich weiß es schon mal nicht. Da wurden halt dann direkt so ein Ferrari bestellt und 4 Panameras für die 4 Founder und die Stars. Da war so ein richtiger Hype-Modus von Leuten, die damit nicht umgehen konnten. Und in dieser Szene warst du drinnen.
Und was ich jetzt hier, damals war ich dann also 18 und bin halt auch so ein bisschen in den Film reingekommen und wir dachten eben, wir haben jetzt hier die irgendwas, keine Ahnung, das Feuer erfunden oder so. Und das war aber nicht so. Und wir sind ja keine Logistikexperten. Ich operativ war schon immer die ganze Marketinggeschichte, schon immer. Also in allem, was wir gemacht haben, und jetzt keine Logistikexperte oder sowas. Und dann sind wir eben relativ schnell, weil wir sind ja ein verhältnismäßig für damalige Verhältnisse schnell gewachsen und sind dann eben in viele verschiedene Bredouillen reingekommen, primär logistikbedingt. Also das heißt, wir haben auch einfach, wir haben ja die Logistik selber gemacht damals, und wenn du da von null anfängst und dann sowas machst, das ist halt nicht, als 18-Jähriger bist du einfach nicht ein Logistikexperte, und wir haben uns auch keine Experten rangeholt oder sowas. Das heißt, da gab es halt sehr viele Probleme, und dann halt auch mit den Kostenpositionen. Es klingt heute witzig, aber wir wussten damals nicht, was ein CLV ist oder was auch immer. Wir hatten damals keine Ahnung von dem. Wir haben einfach, das war alles so eine Gefühlsgeschichte, und gesagt, ja, die Marke, die, da haben wir ein Gefühl, die funktioniert, die, da ist auf Instagram sehr viel Nachfrage, auf YouTube, das machen wir, bla bla bla. Und da gab es aber nie so richtige Kalkulationen. Also da gab es so ein paar Excel-Tabellen, wo wir das ungefähr abgeschätzt haben. Aber und wir hatten, was wir schon realisiert hatten, ist, wir mussten die großen Marken, die jeder schon kannte, die mussten wir super billig anbieten, damit wir die Kunden wirklich kriegen können und die dann halt upsellen auf andere Produkte, die für uns margenintensiver waren. Das waren die Produkte, die wir über Influencer gelauncht haben und oder die halt Influencer gehörten, quote unquote. Und da gab es halt dann verschiedene Baustellen. Am Endeffekt, wir haben halt verschiedene Fehler gemacht, primär Logistik, aber auch Kalkulationen, eben CLV oder sowas hatten wir nie kalkuliert. Und am Ende hatten wir zwar sehr viel Umsatz, aber auch nicht genug Marge, um die Fixkosten dann entsprechend, die halt mit dem Wachstum Hand in Hand gingen, zu decken. Und deswegen ging das dann langsam, hat sich das negativ entwickelt. Wir hatten ja Konkurrente damals, weil ich wusste auch nicht, was ein VC ist. Also damals, eben kleines Dorf im Dings in Tirol, da gibt es das Wort VC jetzt nicht so unbedingt, damals zumindest für einen 18-Jährigen. Und was wir also gemacht haben, ist, wir haben gesehen, wir brauchen halt Liquidität mehr. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann gehen wir halt zur Bank, weil bei der Bank gibt's halt Geld, so war da die Assoziation. Und da sind wir hingegangen, und dann haben wir auch tatsächlich so um die 200.000 Konkurrente gekriegt. Und so konnten wir halt eine Zeit lang arbeiten, auch knapp, witzigerweise knapp, also ein paar Monate bevor wir Essential dann auflösen mussten, wurden wir auch gefragt von den Banken, ob wir jetzt mehr Liquidität brauchen oder sowas, weil denen war das irgendwie gar nicht so bewusst, wie groß die Probleme eigentlich sind, vor denen wir stehen. Und dann mussten wir das halt langsam auflösen. Dabei ist auch, das ist eine lange Story, ich will jetzt nicht hier den ganzen Podcast hier mit meiner Story voll kleistern, aber im Endeffekt, da war ich dann halt praktisch privat insolvent, weil wir haben damals eben solidarisch und persönlich gehaftet für diese Kontokorrente, und wie man sich vorstellen kann, hatte ich davor jetzt kein nennenswertes Kapital oder sowas, auch jetzt nicht familienbedingt oder sonst irgendwas. Und das Problem war, der Geschäftspartner war ein Schweizer, das ist total schwer greifbar für so Banken in so einem Verfahren. Und dann bin halt nur noch ich übergeblieben in Österreich, der halt greifbar war, und dann hatte ich halt da diese 200.000 kleben, und ich habe mir seit 6 Monaten keinen Lohn mehr ausgezahlt, damit ich die Payroll und so über die Bühne krieg. Und das heißt, zu dem Zeitpunkt sah es echt düster aus, stockfinster eigentlich, genau genommen. Und musste dann eben schauen, wie ich jetzt diese 200.000 über die Bühne krieg. Und glücklicherweise, ein bisschen bevor das passiert ist, hatten wir eben angefangen an auch anderen, oder ich halt, an anderen Projekten zu arbeiten. Und eins davon ist eben der Supplement-Brand, auf den wir dann zu sprechen kommen, den wir eben damals angefangen hat, daran zu arbeiten. Damals war dann vor 3 Jahren ungefähr? Ja, 3-4 Jahre ungefähr. Mhm. Und da ging das gerade los. Da hat man dieses Marktpotenzial gesehen. Ich hatte zwar gar kein Geld, also ich war da am Limit, aber eben ein paar andere Leute nicht. Und dann haben wir halt daraus diesen Bootstrapped die Marke gebaut. Die macht jetzt heute eben 8-stelligen Umsatz. Und also jetzt, und es gibt jetzt ungefähr ein bisschen länger als 3 Jahre. Und die haben wir komplett über Instagram gebaut, weil wir halt natürlich jetzt vorher hatten wir ein Retail-Business mit Essential und hatten da natürlich super viele Daten und super viel Know-how aufgebaut, dadurch
ja, wie Produkte strukturiert sein müssen, wie Marketing funktioniert in dem Markt auf diese Zielgruppe. Dieses ganze Know-how konnte man halt dann anwenden auf eigene Marken. Und hier war ja das Experiment mit einer Frauenmarke, hat das halt sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist da so ein bisschen der Kontext. Das, sozusagen, dann hast du ja, also das, was ganz interessant ist, für dich klingt das ja quasi, deine zeitliche Wahrnehmung ist ja eine ganz andere als die meisten Podcast-Hörer haben. Also das, was du beschreibst, das erleben ja andere in 20 Jahren. Ja? Sondern das hast du ja quasi in so einem, insbesondere bei Essentials, innerhalb von 2 Jahren ja sozusagen Mega-Boom und dann sozusagen Privat-Events und dann wieder raus, nächste Gründung. Das macht ja quasi das, was du machst, auch so interessant. Und als du mir das erzählt hast, vor nicht ganz einem Jahr müsste das gewesen sein, vor einem Dreivierteljahr, habe ich mich halt sofort erinnert gefühlt an Tarek, ich habe Tarek Müller vor 10 Jahren ziemlich genau kennengelernt und da in der Situation, als ich ja noch bei Otto so klassisches Marketing gesehen habe, auch klassisches Online-Marketing, und dann kam er durch die Tür, damals noch mit seiner Agentur Net Impact und einer Business-Idee, und hatte quasi diesen Pitch gemacht, der auch bei Zalando relativ gut lief, ne? Also Performance-Marketing-Kanäle gut zu verbinden, sozusagen herauszufinden, hey, wo kriegt man eigentlich gute Potenziale her online? Also wie nutzt man eigentlich Google Trends und die ganzen Keyword-Tools? Damals war halt AdWords noch ein ganz anderes Tool, da wurden die ganzen Analysen drüber gefahren, da konnte man auch super krasse Arbitrage-Effekte herausfinden oder identifizieren und dann für bestimmte Nischen dann seinen SEO aufbauen. Und das war vor 10 Jahren halt so der Case, und es hat sich komplett anders dargestellt als das, was ich damals gelernt hatte. Und das war halt so super radikal. Und er hatte genau das Gleiche. Er war auch Gründer mit 13, 14, glaube ich, ist dann auch mit so einem Wasserpfeifenhandel, auch weil er das Thema Logistik nicht 100% im Griff hatte, weil ein Container abhanden gekommen ist, auch so mit einem 6-stelligen Betrag in die Privatinsolvenz gegangen, und hat dann weitere Online-Shops gegründet und hat dann die Agentur Net Impact gegründet mit dem Ziel, naja, wer gut Online-Shops bauen kann, der kann auch gut eine Agentur betreiben, die Online-Shops baut. Ja, und das ist so, in der Agentur bin ich ja irgendwann eingestiegen, und daraus ist ja About You geworden. Nachweislich stimmt ja der Pitch, den er damals erzählt hatte. Also es gab halt ein sehr großes Agenturbusiness mit vielen Dutzend Leuten, die dann aber irgendwann im Kern rübergewandert sind zu About You und dann tatsächlich ja jetzt einen Shop aufgebaut haben, der mit einer Milliardenbewertung gerade finanziert worden ist. Und als ich das gehört habe, als du das erzählt hast, und du kennst ja Tareks Story wahrscheinlich gar nicht so, weil ich weiß nicht, wie die Tiroler Medien so funktionieren, aber bis dahin ist wahrscheinlich nicht gekommen. Jetzt wohne ich in Berlin, und da habe ich so gedacht, so, ja krass, aber das, was du erzählst, ist ja quasi sozusagen die nächste Generation. Du bist ja quasi 10 Jahre jünger fast, und diese ganze Logik, die ich ja gelernt habe, ich bin ja auch mit Performance-Marketing groß geworden. Ne? Sozusagen, es war so mein Einstieg in das ganze Thema E-Commerce. Also diese ganze Performance-Marketing-Denke ist ja sehr stark darüber getrieben, herauszufinden, hey, was kostet mich ein Klick, ja, so über Google, oder hat sich das noch Richtung Facebook weiterentwickelt, aber das ist eigentlich die gleiche Denke gewesen. Da hat man dann einfach nur andere Selektoren, also sozusagen konnte man Zielgruppen anders auswählen, aber es ging immer darum, was kostet mich eigentlich ein Klick, um einen Kunden auf meine Webseite zu bringen oder auf meine App. Wie profitabel ist dieser Klick? Also was habe ich für einen Warenkorb aus diesem Kunden heraus, und wie oft kommt er eigentlich wieder? Sozusagen so denkt eigentlich die komplette, sind eigentlich alle Leute, die in den letzten 10 Jahren im E-Commerce groß geworden sind, da Business aufgebaut haben oder in der Abteilung gearbeitet haben, so denken die. Ne? Sozusagen so ist das Vorgehen. Und deswegen ist das, was du erzählst, so interessant, weil das erinnert mich total daran, an das, was ich vor 10 Jahren gesehen habe. Und ich merke jetzt ja, diese Performance-Marketing-Denke ist komplett an einem Limit angekommen. Und alle Leute, die damit groß geworden sind, genauso wie ich, verstehen das gar nicht, was mit Instagram passiert. Die verstehen auch gar nicht das, was mit einem Musical.ly passiert. Die verstehen auch teilweise auch nicht die Regeln, bei WeChat und WhatsApp gelten. So, das drückt sich dann damit aus, dass man darüber lacht, ja, dass irgendwelche Leute Produkte in die Kamera halten und dann sagt so, hahaha, diese doofen Influencer. Jetzt zeigt sich aber, ja nicht nur in dem Case, den ihr da macht mit eurem Supplement-Brand, sozusagen, dass man da signifikante abstellige Umsätze machen kann. Jetzt kommen immer mehr Stories, so wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob sie Kylie Jenner hieß oder heißt, war jetzt gerade bei Forbes, eine aus der Jenner-Familie. Kylie Cosmetics, ja. Genau, die da quasi mit einer eigenen Kosmetiklinie, wo sie noch nicht mal Angestellte hat, irgendwie 4 Leute, die das verwalten, und es wird im Auftrag, ja gut, eine davon ist ihre Mutter, die würde ich nicht mitzählen, wo man quasi in Auftragsfertigung
ein Business aufbauen kann, innerhalb von 18 Monaten, was $1 Milliarde Umsatz generiert. Das sind so sogar aus einer Performance-Marketing-Denke heraus Dimensionen, die schwer greifbar sind. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das macht ja Sinn, da Zeit zu investieren. Das macht auch Sinn quasi, dass ich das selber lerne. Gar nicht, weil ich glaube, dass der Supergraph-Instagram-Kanal irgendwann mal eine eigene Kosmetiklinie rausbringen kann. Könnte er sicherlich, aber ist nicht das Ziel. Deswegen ist es immer interessant von dir zu hören, wo du bist ja quasi das junge Net-Impact der Tarek, der jetzt an einer Klappe Instagram funktioniert. Wie gehst du daran? Also wenn du jetzt ihr arbeitet ja mit einigen großen Brands, ihr habt jetzt auch einige Brands geschaffen, wir gucken uns gleich mal ein, zwei Beispiele an, aber wie erklärst du das? Also wenn du anderen Leuten dieses Social erklären musst, was sind deine Ansätze, um Leuten wie mir oder den meisten Hörer wahrscheinlich hier im Kassenzone-Podcast zu erklären, was ist eigentlich anders und warum ist es eben kein Witz und warum ist es keine kurzlebige Sache? Ja, also ich glaube, zuerst mal so diese Grundmechanik, die du jetzt am Anfang erwähnt hast, das heißt, was ist dein Customer Acquisition Cost und was ist dein CLV, das ist, glaube ich, immer noch gleich, wird auch sicher weiterhin für alle Businesses gelten. Was sich sicher so ein bisschen geändert hat in Relation ist oder im Vergleich jetzt zu diesem Oldschool Performance Marketing, das jetzt so ist, wie du es gerade erklärt hast. Und übrigens, wenn ich von Performance Marketing rede, nur so als Kontext, dann rede ich meistens von Social Performance Marketing, also von Performance Marketing, dass wir auf verschiedenen Social Kanälen spielen, jetzt also weniger Google Ads oder sowas. Mhm. Dementsprechend, ich glaube, was sich geändert hat, einer von den ersten Insights ist da wahrscheinlich, dass organisch und paid oder Performance Hand in Hand gehen. Und wir sehen das auch bei verschiedenen Companies, die den Fehler machen, dass sie ihre Performance-Teams und ihre organischen Teams oder Brand-Marketing-Teams komplett splitten, also ganz, ganz scharf, ganz, ganz hart splitten, und die arbeiten an verschiedenen Dingen, machen verschiedene Sachen. Funktioniert so aber nicht. Performance-Marketing, wenn du heute machen willst, ist nach wie vor voll relevant, aber auf eine andere Art, nämlich der erste Ansatz muss immer sein, organisch zu arbeiten, weil ein guter Performance-Ad, also ein Ad, der wirklich performt und zu günstigen Kosten, der kann nur dann funktionieren, wenn der organisch auch schon funktioniert, wenn du hohe Relevance-Scores hast und verschiedene Dinge. Und das heißt, wir sehen Performance-Marketing eher als ein Add-on zum organischen Marketing, das heißt, wo du dein organisches Marketing amplifierst, sozusagen. Und im Endeffekt, was wir dann also machen, ist, wir in dem 2018 und später Environment verstehen wir halt, wie progressive Marken Kunden akquirieren und wie sie mit Kunden kommunizieren, wie sie gute Retention Rates und so Geschichten hinkriegen, auf primär über die Socials, also das ist natürlich unser Fokus. Und da helfen wir halt den Brands ein bisschen. Gymshark ist da vielleicht, glaube ich, so einer der spannendsten Cases, weil da halt OMR gerade zufällig jetzt vor kurzem drüber geschrieben hatte. Das ist nämlich einer von unseren Klienten, das ist der fastest growing Brand in UK. Die kommen jetzt dieses Jahr wahrscheinlich auf ungefähr 100 Millionen Umsatz, ja. Dollar. Und das ist halt ein Paradebeispiel, ja, für einen Brand, der Social in der DNA hat. Also diese, ja, Social-First-DNA, von der wir halt immer predigen. Ne? Genau das ist halt der perfekte Case für sowas, weil dort auch eben, es fängt halt da an, der Gründer ist auch relativ jung, der ist 26, und dort ist, sag ich mal, das Thema Social, und wie du das jetzt gesagt hast, eben viele, so speziell auf C-Level-Ebene, lachen dann viele, wenn die irgendwie so die klassischen Influencer oder sowas sehen. Aber eben diese jüngere Generation, die sieht das ja mit komplett anderen Augen. Für uns ist das, für diese Generation ist das viel, viel mehr native, und natürlich gibt es trotzdem Influencer, die das nicht gut machen, und wir sind auch keine Influencer-Agentur, das ist gar nicht so unser Fokus eigentlich. Weil wir das heute was ist denn eine Influencer-Agentur? Ein Beispiel für eine Influencer-Agentur? Ja, was macht eine Influencer-Agentur, damit man verstehen kann, was ihr nicht macht? Ja, eine Influencer-Agentur managt, muss sie aber nicht unbedingt Influencer, okay, und baut dann Kampagnen, die halt nur auf Influencer basieren, drüber hinaus, und die Kampagnen schauen halt meistens so aus, dass die halt dann ein Produkt kriegen für einen Product-Launch zum Beispiel, und dann schicken die das an die Influencer und sagen, hey, ihr solltet darüber diese Pieces of Content machen mit diesem North Star und bla bla bla. So wäre dieser klassische Approach, und das hat auch funktioniert, in 2015 und 2016, da war das super hot, also speziell so in 2015 war das so diese Hype-Zeit, 2014, 2015 würde ich ansetzen, war so diese Hype-Zeit, da war Influencer-Marketing auf Instagram noch super, also deswegen wurden auch diese viele Brands, von denen wir jetzt heute hören, wie Gymshark zum Beispiel oder auch andere, die 2014, wurden... vor 4 Jahren erst angefangen. Da ging diese Hype, da war halt Hype, also da war das super profitabel, weil da war Instagram schon auf dem Level, wo du es kommerziell richtig nutzen konntest, also es war nicht so
jung, dass du halt noch gar keine relevanten Features hast, damit du da Performance messen kannst oder sowas. Also es war genauso dieser Switch, so dass du langsam darüber sinnvolle Sachen machen konntest. Und deswegen, also 2014 will ich da ansetzen. Und da hat eben auch noch Influencer funktioniert, da war der organische Reach noch anders. Und auch die Influencer-Preis natürlich, ich glaube, das hört man jetzt eh überall, also ja, Common Sense jetzt mittlerweile, dass Influencer-Marketing jetzt, also ROI-mäßig jetzt für normale Startups keinen Sinn eigentlich mehr macht, im Regelfall, bis auf Ausnahmen. Also ist halt schwierig. Kannst du das mal konkretisieren? Also angenommen, ich habe jetzt hier den Supergraph Lippenstift und ich sage jetzt, oh, das wäre doch total cool, wenn ein echter Influencer mit 50.000 Fans sozusagen den promoten würde. Was müsste ich da, also warum lohnt sich nicht mehr? Ja, also es geht erstmal da mal los, was ist ein Influencer überhaupt? Wir unterscheiden da schon. Influencer hat ja eigentlich das Wort in sich, Influence, das heißt, es sollte eigentlich eine Person sein, die irgendwie Einfluss auf irgendwelche Leute hat. Jetzt, wir kennen das aber, du hast mir da auch ein witziges Beispiel geschickt, wir intern, weiß nicht, ob wir das im Podcast sagen, aber wir nennen das immer Booty-Influencer. Booty-Influencer. Das sind Influencer, die tatsächlich halt nur davon leben, oftmals weibliche Influencer von ihren optischen Reizen und was dann viele Brands, das ist sehr diplomatisch aus. Ja. Und was dann viele Brands halt sich blenden lassen, sind teilweise haben die tatsächlich ganz gute Stats auf dem Aspekt. Das heißt, die Conversion in Likes, also die Ratio Follower Likes ist okay, Kommentare scheinen da zu sein, alles Mögliche scheint gut zu sein auf den ersten Blick, abgesehen vom Content. Und das Problem damit ist, die haben keinen Influence, sondern die Leute, denen folgen, wir nennen das Vanity Stats. Das sind also Stats, die kriegen zwar diese hohen Stats, aber die Leute haben kein wirkliches Engagement, kein tiefer geht, die legen nicht wirklich Wert auf die Meinung von diesem Model zum Beispiel. Das beeinflusst nicht wirklich die Kaufentscheidung. Mhm. Und was das heißt, und das ist halt ein großer Teil, oberflächlicher Teil von dem Instagram-Influencer-Markt, auf den halt die meisten schauen. Es gibt dann natürlich noch den relevanten Markt und da kann man auch immer noch super coole Sachen machen. Das sind dann wirkliche Influencer und das sind halt Leute, die wirklich halt irgendwie Einfluss haben, die müssen halt meistens auch irgendwas Echtes können, sprich, das sind dann, was weiß ich, Künstler oder Entertainer, großartige Entertainer, was auch immer. Und mit denen kann man dann auch wirklich arbeiten. E-Commerce-Experten. Ja, zum Beispiel auch. E-Commerce geht auch. und das ist halt so ein bisschen der Differentiator. Das heißt, die haben wirklich irgendetwas, wofür sie stehen und was irgendwie relevant ist und bringen das der Audience. Und das kann dann auch sein, dass die vielleicht dann nur 500.000 Follower haben, aber diese 500.000, wenn ich, was weiß ich, 10% von denen konvertieren kann, dann ist das halt ein ganz anderes Statement, als wie 0,0003 von 10 Millionen zu konvertieren. Und deswegen, das ist halt da so ein bisschen der Unterschied. Und die Kunst liegt also darin, diesen Unterschied zu verstehen operativ. Das ist so ein bisschen eine Komplexität, die da reingeht. Ich glaube, wenn man hier so einen kurzen Tipp machen kann, was man ganz schnell checken kann, ist, abgesehen von den Stats, wenn es einen Influencer nur auf Instagram gibt, also die Person ist nur auf Instagram relevant und auf keinem anderen Social, das ist schon mal nicht so ein gutes Zeichen, weil das heißt, der hat keine wirkliche, keine relevante Core-Audience. Wenn der aber, was weiß ich, YouTube, Instagram, Facebook oder was auch immer, Snapchat, Musical.ly, alles möglich hat, überall aktiv ist, wie ein Publisher, dann hast du meistens auch wirklich einen Kern an Audience, das sind dann wirklich Fans, die halt wirklich engaged sind mit dem Content, und auch dann ist noch nicht ganz fertig, weil auch dann bringt es auch nichts, dem random Produkt zu geben, sondern was wir halt sehen ist, und das ist aber schon seit einem oder eineinhalb Jahren ungefähr so, random Produkte an Influencer rauszuschießen bringt auch nichts, sondern das muss halt innerhalb von Stories passieren, da muss eine kontextuelle Kampagne sein, im Optimalfall ist es so, dass es vielleicht auch Dinge sind, wo diese Influencer in Product Development oder sowas involviert waren und dass halt wirklich auch ihre persönlichen Brands für den Launch halt genutzt werden können, damit halt diese Person und Persönlichkeit halt ein bisschen da ist. Ja, genau. Das Video, auf das du ansprichst, ich verlinke das nochmal in dem im Podcast, in den Show Notes, das ist von JP Sears. Das ist so ein Comedian, den viele, glaube ich, kennen aus Videos, wo er Veganer veräppelt. Da hat er sozusagen How to Become Instagram Famous, hat er das genannt. Der meinte sozusagen, wenn man einen Tanga anzieht und sozusagen wertvolle Fotos von sich vor untergehende Sonnenuntergang macht, ja, oder mal sozusagen den Leuten das Gefühl gibt, dass sie quasi nicht nur auf den Booty gucken, sondern auch mal einen Welpen zum Beispiel auf den Arm nimmt, ja, weil es der süße Welpe, dann sozusagen, das ist halt,
Ich glaube, das ist das, was die meisten, auch glaube ich, die meisten Hörer hier im Podcast so wahrnehmen. Das ist eigentlich quasi super oberflächlicher Kram, der gar nicht in die Tiefe geht, wo es tatsächlich totaler Nonsens-Content ist. Ne? Sozusagen ja. Essen, Travel-Pictures, sozusagen Bikini-Fotos, die halt niederschwellige Reize ansprechen. Und deswegen sind solche Cases wie sozusagen der Gender-Case überraschend, wo man halt so viel Umsatz macht. Was schätzt du denn, wie viel von solchen, in Anführungsstrichen, Instagram-Brands, die da irgendwie mindestens achtstellige Umsätze machen, gibt es denn weltweit? Das sind viel mehr, als man glaubt. Da ist auch, aber eben, da ist das Thema, das sind alles sehr, sehr junge Founder, weil die halt dieses Social First wirklich in der DNA, in der Firmenstruktur schon drinnen haben. Da ist es logisch, dass dein erstes Team ein Social Team ist und so Geschichten. Ne? Und das heißt, ich würde mal schätzen, ist schwer zu sagen, aber es kann schon sein, dass es Hunderte sind. Also die ganzen Unternehmen holen sich die verschiedenen Nische, Rucksäcke, Uhren kein Weg, gibt es zig Beispiele. Supplements gibt es auch viele Beispiele. Also das heißt, es kann durchaus sein, dass es Hunderte sind. Aber was macht denn, also dann die Taktiken werden sich ja verändert haben. Du hast gerade Gymshark angesprochen, ja. Den ihr quasi mit eurer Agentur auch helft. Das verlinke ich auch nochmal im Podcast, da hat die OMR, glaube ich, einen relativ langen Artikel auch drüber geschrieben, sozusagen alle Informationen, die es am Markt gibt, einmal zusammengefasst und mal so ein bisschen erklärt, wie kann das eigentlich sein, dass da so einen, ich glaube, die machen Fashion, ne? Sportmode? Genau, also es war bis vor einigen Monaten war es nur Gymkleidung, also fürs Fitnessstudio, Sportkleidung. Jetzt ist es aber auch Lifestyle-Kleidung. Genau, die machen Mode, machen damit 100 Millionen und 100 Millionen sind ja quasi in normalen sozusagen Werten. Da hätte man ja schon irgendwie 50 Millionen Euro Performance-Marketing-Budget in Google stecken müssen, ne, damit das auf einen normalen Shop bekommt. Und Gymshark ist irgendwie, das macht das halt dieses ganze Thema Instagram und Co. so interessant. Ja, da kommt das irgendwie tatsächlich organisch zustande. Lassen sich denn solche Stories wiederholen? Also siehst du jetzt, also kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu Gymshark sozusagen erzählen, wie das aufgestellt ist und ist das eigentlich wiederholbar? Also könnten wir jetzt, wenn wir jetzt eine Nische sehen, wir sind jetzt hier im Hotel, keine Ahnung, sozusagen aufblasbare Kopfkissen fürs Hotel, die man mitnehmen kann, was auch immer, könnten wir damit mit so einer Gymshark-Taktik erfolgreich sein? Ja, also was klar ist, die Märkte ändern sich immer schneller und schneller. Also das entwickelt sich immer schneller und schneller. Instagram hat sich schneller entwickelt, als sich Facebook entwickelt hat. Musical.ly oder TikTok heißt ja jetzt, entwickelt sich schneller, als sich Instagram entwickelt hat. Das heißt, diese Zyklen, die werden immer schneller. Und das heißt, die Kunst ist eigentlich wirklich da, die ganze Zeit cutting edge zu sein mit diesen ganzen Geschichten, die sich ändern, auch innerhalb der verschiedenen Plattformen. Und das heißt, ja, also um deine Frage zu beantworten, ja, das ist sicher möglich, aber es ist definitiv auch schwieriger, als es jetzt in 2016 war oder sowas. Also wenn du jetzt nur auf Instagram dich fokussierst, deswegen sagen wir immer, Instagram ist halt jetzt gerade ein wichtiges Thema, deswegen kommt das halt immer auf den Tisch, aber wir sagen ja eher, wir arbeiten ja social first, das heißt, Social ist unser Fokus und sozusagen dieser, sag ich mal, kulturelle Switch grundsätzlich, wie man Marketing macht, das ist unser Fokus. Und jetzt gerade läuft halt sehr viel über Instagram, aber wir müssen als Company auch, agil genug sein, um sagen zu können, ja, in eineinhalb Jahren machen wir 0% oder in 5 Monaten, ne, machen wir 0% über Instagram von unserem Umsatz und 90% über was anderes oder was auch immer. Das ist, glaube ich, eigentlich so der Differentiator. Das soll man auch auf eingehen, weil das finde ich am spannendsten, weil mir fällt das zum Beispiel total schwer. Ich bin ja jetzt vor 10 Jahren war Twitter so der neue Kanal. So Twitter, Facebook kam dann raus und ich kann mich noch erinnern, dass die Leute, die noch damals 10 Jahre älter waren, heute ja auch 10 Jahre älter sind, denen fiel es total schwer, da irgendwie drauf einzugehen. Das merkt man auch heute, wenn Leute aus klassischen Medien umsteigen, so auf Twitter-Kommunikation, denen fällt das teilweise super schwer, da nativ zu kommunizieren. So für mich Twitter, so es fühlt sich total nativ an, die Regeln sind irgendwie klar, ganz anders als Instagram, da wird halt nach 24 Uhr wird er nicht mehr retweetet, das ist irgendwie, kann man das mit dem Alltag vereinbaren. So, jetzt das zu shiften, also die Denke für mich zu shiften, auf Instagram zu überlegen, okay, wie muss mein Content, wie muss die Darstellung überhaupt aussehen, wie übertrage ich das ins Video, was schon mal total schwer ist, sozusagen diese Videos überhaupt so zu produzieren, dass diese 15, 20, 30 Sekunden auch konsumiert werden. Mega schwer, das nativ zu machen, also es fühlt sich immer noch schräg an, also sozusagen jeder Post überlege ich mir auch irgendwie dreimal, macht das irgendwie so Sinn, will ich dass in 4 Jahren irgendwie jemand sieht, der sich dann nicht kaputt lacht über mich, also es ist ganz schwer, da hinzukommen. Wie ist das denn für dich? Also wenn du jetzt auf einen neuen Kanal guckst, nehmen wir mal zwar TikTok, ja, da wo Lisa und Lena oder Taktik, oder wie heißt das? TikTok, egal. TikTok, oh Gott. Ja. Wo Lisa und Lena groß geworden sind, ist ja auch so eine Art Social-Kanal. Ich glaube, Musical.ly ist ja so ein Thema, wo man dann im Grunde genommen
umgekehrtes Karaoke gemacht hat. Quasi, es hat jemand gesungen und man tanzt dazu oder macht so kurze Videos dazu und dann konnte man eine Followership aufbauen. Ja, habe ich mir jetzt auch viele Sachen angeguckt, verstehe ich null. Ja, also ich verstehe nicht, was daran lustig ist. Ja? Ich verstehe nicht, warum bestimmte Videos Millionen von Likes haben oder sozusagen oder geteilt werden. Wie ist das denn bei dir? Du bist jetzt ja noch, du bist jetzt 16 Jahre jünger. Ja. Ist das für dich einfach zu verstehen? Das kommt drauf an, in welchem Kontext. Wenn du sagst, das Personal Brand, dann ist es, also zu verstehen, glaube ich, nicht so schwierig. Wenn du dich die ganze Zeit dazu zwingst, das nämlich zu verstehen und dich selber auch dazu zwingst, diese Medien dauernd zu konsumieren überall, dann kriegst du das eigentlich schon hin. Ich glaube, das geht. Aber also wirklich nativ? Ich meine, Instagram ist doch jetzt für dich nativ. Wenn du irgendwas bei Instagram postest, für eine Story machst, wenn du irgendwas im Feed machst, so, dann fühlt sich das total richtig an. Ne? Dann wirst du das sozusagen, du musst ja gar keine Gedanken drüber machen. Du musst jetzt nicht 10 Takes machen, wahrscheinlich bei Instagram. Ja. So, bei Musical.ly oder jetzt TikTok, so, also wie lange brauchst du denn, bis für dich so ein Video, wo du irgendwie lustige Grimassen zu machst, nativ ist? Das ist sicher nicht so einfach, definitiv. Also ich denke, man braucht halt pro Plattform, die zu verstehen, so sag ich mal 3 bis 6 Monate immer, so ungefähr. Und man muss auch viel Zeit investieren wahrscheinlich dann. Ja, voll. Jeden Tag 5-6 Stunden, glaube ich, würde ich jetzt schätzen. Ja, du musst das schon wirklich konsumieren, das Zeug. Das ist schon so. Und jeden Tag 5-6 Stunden. Die meisten hier im Podcast arbeiten noch nicht mal so lange jeden Tag. Ja, das machst du ja nebenbei. Also das ist halt Tag hat 24 Stunden und musst halt auf die Reihe kriegen. Und da gibt's keinen Shortcut oder sowas. Du kannst natürlich versuchen, einfach jüngere Leute zu befragen oder sowas. Aber am Ende, ich glaube schon, was wir mittlerweile sehen, so, weil für mich ist ja das Agenturbusiness als solches eigentlich noch relativ neu. Also ich komme ja nicht aus Agency-Land, sondern ich komme ja aus E-Commerce-Land und so eine Agentur funktioniert ja ganz anders als wie jetzt, oder baut man ja ganz anders als jetzt so eine E-Commerce-Geschichte. Und das heißt, ich lerne jetzt gerade erstmal, wie wichtig das ist, mal die Marke auch richtig zu sensibilisieren, weil was du jetzt gerade erwähnt hattest, war ja, dass du dir nicht sicher bist, ist das in 3-4 Jahren, musst du dich dafür schämen, bla bla bla. In Wirklichkeit ist es so, und das ist einer von diesen Shifts, ich glaube genau das, sich darüber zu viele Gedanken zu machen, auch als Marke, ist tödlich, weil du musst halt heute viel mehr denken, als Marke, wie ein Publishing-Brand. Also du darfst dich nicht selber so einboxen, als wie das früher war, sondern musst wirklich dich einfach als wertvolle Content-Quelle dich positionieren in deiner Branche oder Nische und da halt eine Autorität werden. Das ist eher so die Challenge. Und wenn du kein Publisher denkt wahrscheinlich drüber nach, bei dem Level an Output, das du haben musst, ist dem Post, den ich heute mache, einer von 28 Posts, wird der in 4 Jahren von heute, lacht er vielleicht wer drüber. Das ist viel mehr testen und lernen. 100%. Aber wie helft ihr denn Marken? Also ihr helft so einem Gymshark, einer normalen Marke, das verstehe ich, das ist ja auch eure Generation, aber könnt ihr auch so einem Heineken helfen oder so einem Nivea oder habt ihr solche Brands in eurer Portfolio? Ja, haben wir. Haben wir tatsächlich. Wir machen jetzt immer mehr in dem Bereich. Ich glaube, unser Kundenportfolio ist jetzt eben so ein Mix eben aus vielen Startups, die uns natürlich komplett zwingen, komplett cutting-edge ROI-mäßig zu sein und dann natürlich mit Corporates, wo wir halt jetzt langsam gemerkt haben, egal ob das jetzt, was nicht die Sparkasse ist oder ein Autohersteller, was auch immer, ist es eher wirklich mal die Challenge, denen zu helfen, wie baut man denn überhaupt Social Teams, weil wir arbeiten ja Retainer-basiert und wenn jetzt eine Brand versucht, diesen Social-Bereich komplett wegzububbeln vom restlichen Business und einfach sagt, ja, das ist so ein random Marketing-Channel, wo wir das irgendwie rausspielen, so mit Instagram und Influencern oder so, dann funktioniert das nicht wirklich. Also nicht langfristig und auch nicht kurzfristig, sondern die Challenge ist wirklich, dass diese Social-First-Denke in die Unternehmen reinzubringen. Und was wir halt gemerkt haben ist, wir wissen halt, wie dieses auch von meinem Background halt, wie allein schon Social-Teams aufgebaut sein müssen. Das heißt, wir helfen Brands, auch so großen Brands, wie du es jetzt erwähnt hast, da, am Anfang oftmals erst mal mit Assessments oder so, dazu, dass wir so das Grundfundament schaffen, dass der Brand sensibilisiert wird. Dann auf Basis dessen, wie baut man so ein Social-Team, was ist ein sinnvolles Social-Team, was sind Verantwortungen und wie auch immer, die man in so einem Social-Marketing-Team hat. Und dann sind wir sozusagen so das Add-on zu dem Team und stellen halt sicher, dass alles, was dort gemacht wird. Okay, dann lass mal da konkretisieren. Also nehmen wir mal die Sparkasse raus, habe jetzt keinen Bezug zu nehmen, aber kurz sagen, wem könnte man in Kiel denn mal helfen? Nehmen wir mal Autohaus Düverkrüpp, einer der größten Autohändler
in Schleswig-Holstein sozusagen. Wir machen ganz viel Mercedes, Renault, sozusagen, ich glaube, der zweitgrößte Händler in Deutschland, vielleicht sogar der größte Händler in Schleswig-Holstein. Verkaufen, keine Ahnung, 15.000 Autos im Jahr. Mhm. Ne? So, die gucken sich ja auch an, so die Konsumenten werden irgendwie jünger, so da es gibt jetzt viele YouTube-Kanäle, wo Autos vorgestellt werden, sozusagen, De Muro und Co. wird irgendwie massiv konsumiert. Und die sagen jetzt, komm, ich glaube, nehmen wir mal an, die sind progressiv unterwegs. Nehmen wir mal an, die wollen wirklich investieren. Jetzt kommst du hier um die Ecke. Wie würdest du da rangehen? Was müssten die tun, so als großes Autohaus, um den Bereich Social für sich zu nutzen? Mhm. Also es kommt in erster Linie natürlich erstmal darauf an, was sind die KPIs, auf welchen Zeithorizont. Ich nehme jetzt mal an, bei einem Autohaus wird es halt, wir wollen mehr Autos verkaufen. Ja. nehme ich mal an. Ja. Und das heißt, ich glaube, in so einem Case wäre wirklich die erste Herangehensweise tatsächlich mit Social Performance Marketing, Hand in Hand mit organischem Marketing. Man müsste natürlich den Case ein bisschen genauer sich anschauen. Aber also jetzt so ein konkreter Fall, wie du es sagst, weil unsere Cases sind ja meistens mal so ein bisschen auch, sag ich mal, brand-driven. Das heißt, ein Autohaus ist für uns vielleicht gar nicht der perfekte Case, weil das ist vielleicht ein bisschen weniger eine echte Marke, sondern eben mehr halt ist halt noch viel mehr Conversion orientiert. Das kannst du jetzt nicht so, da ist jetzt vielleicht nicht so viel, bei einem Autohaus gibt es vielleicht nicht so viel Marktplatzierung, wie das jetzt vielleicht bei einem Fashion Retailer ist oder so. Und das heißt, das ist für uns vielleicht gar nicht der perfekte Case. Aber grundsätzlich, ich würde sagen, in so einem Fall wäre es halt ein klassisches Performance-Thema, wo man halt mit progressiven Formaten rangehen muss. Und, was heißt denn das? Heißt das sozusagen, das Autohaus müsste jetzt gucken, gibt es irgendwelche YouTube-Influencer in Schleswig-Holstein, denen man irgendwie Autos vor die Tür stellt, die dann hier sponsert bei Silvergrub der neue SL. Es gibt Influencer, die das machen. Ich glaube nicht, dass das jetzt der Key wäre für so ein Autohaus, um wirklich viele Autos zu verkaufen. Ich glaube, der Key für so ein Autohaus wäre halt zu definieren, es gibt ja auf Facebook wirklich super tolle Möglichkeiten, um zu definieren, was sind gerade potenzielle Käufer. Da gibt's ja, wie heißt das, so ein Data Pool, wo du der halt irgendwie von Versicherungen oder so gezogen wird, wo du auf Facebook zugreifen kannst. Und ich glaube, also in dem konkreten Case würde ich das so beantworten, weil es so diese Influencer Kooperationen, wenn für ein Autohaus das sagt, wir wollen jetzt einfach kurzfristig mehr Autos verkaufen, macht das jetzt nicht so Sinn, dann so ein richtig brand-driven Approach zu haben, glaube ich. Okay, was mich interessieren würde, und das schaffen wir jetzt aber diesen Podcast nicht, ich würde gerne mal mit dir sozusagen konkret diese Cases von Kylie, Jenner, Gymshark und Co. mal durchgehen und mit dir mal sezieren, da müssen wir uns ein bisschen vorbereiten, was sind eigentlich die Taktiken gewesen, mit denen sie vielleicht vor 3 Jahren groß geworden sind, was waren so klassische Interaktionsraten, wie viel Influencern musste man da irgendwie arbeiten, bis hin zu vielleicht zu neueren Marken, ein paar von den 100 werden wir vielleicht identifizieren können, wie die heute groß werden, wie stabil ist das eigentlich, so wie überführen die das eigentlich in normales E-Commerce-Business, also wenn die einmal die Instagram-Follower haben im Supplement-Bereich, so wird das dann eigentlich normales Shop-Business, die dann immer per Newsletter oder per SMS angeschrieben werden, damit sie irgendwie nachbestellen. Da würde ich gerne eine zweite Ausgabe mit dir drehen, dann können, glaube ich, die Hörer nochmal so ein paar Cases auch einsenden, wo sie sagen, okay, das würde ich eigentlich gerne mal genauer verstehen, so wie passiert das eigentlich und wie nachhaltig ist dieser ganze Case und wie lässt sich das möglicherweise auch übertragen auf klassische Business, viele Hörer haben ja auch einen Online-Shop oder betreiben irgendwie Online-Shops, gibt es quasi einen Hebel, einen klassischen Weg, um das zu überführen, ja, sozusagen statt Performance-Marketing ein bisschen mehr, ich will jetzt nicht sagen Influencer-Marketing zu machen, aber Social, sozusagen Social-First-Marketing. Ja. Du bist ja auch bei uns auf dem Demexco-Stand, genau. Ich glaube am 12. bist du, glaube ich, da, ne? Ja, am ersten Tag, kurz vor der Party mit DJ Busy Brown, die wird auch großartig, da erzählst du noch ein bisschen mehr, sozusagen zu deiner Story. Alles konkrete, ja. Alle, die das interessiert, sind da herzlich eingeladen, können auf der Spriker-Seite auch sehen, wann genau der Auftritt ist, da bringst du auch ein paar Likes mit. Und ja, ich finde diese Story halt mega interessant. Also ich denke, wie gesagt, das ist vielleicht jetzt speziell so meine Impression, aber sozusagen, das hat mich schon hart an das, was Tarek gemacht hat vor 10 Jahren, erinnert, sozusagen die Erfolge bei Instagram und Co. und Social geben dir recht in deiner Strategie. Ich frage mich halt, wie stabil ist dieser ganze Markt? Also wie schnell verändert er sich dann oder wie hart wird Instagram vielleicht angegriffen von WeChat oder anderen Tools, die dann versuchen, die gleiche Aufmerksamkeit zu bekommen oder von also das sind ja für mich so
TV-Kanäle geworden. Also Leute verbringen ja wirklich Stunden ihrer Zeit damit, andere Stories anzuschauen. Und sozusagen diese Konsumzeit geht ja weg von Radio, von Fernsehen, von klassischen Webseiten und verändert damit so zumindest in der etwas jüngeren Generation auf jeden Fall ziemlich krass den ganzen Medienmix. Ja. Und erhöht und bringt natürlich Potenziale für Leute wie dich, quasi aus einem Dorf aus Tirol, ja, sozusagen gar keine Performance-Marketing-Kompetenz, trotzdem kannst du da für Millionen Produkte verkaufen. Das ist schon ziemlich cool und ich glaube, das wird sozusagen nicht nur die nächste Folge geben, sondern werden wir nochmal 2, 3 aufzeichnen müssen, um diesen Markt besser zu verstehen. In der Zwischenzeit beschäftigen wir uns ja mit dem Supergraph Instagram-Kanal, ja, und versuchen quasi Kassenzone-Content so aufzubereiten, dass die Generation der Leute, die eben nicht mehr das Blog liest oder keine Zeit hat, einen Podcast zu hören und das Medium gar nicht cool findet, da eine Möglichkeit zu finden, die zu erreichen und auch mit denen dort zu interagieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ist Investment. Es fühlt sich immer noch ein bisschen komisch an, also muss ich fairerweise zugeben, aber ich glaube, dass ich habe auch noch nicht diese 5 bis 6 Stunden pro Tag investiert. Da habe ich jetzt ein bisschen Angst, wo du das gesagt hast. Aber ich bedanke mich schon mal ganz herzlich für deine Zeit. Bin gespannt auf die 2. Ausgabe und dann sehen wir uns auf jeden Fall in 3 Wochen auf der Demexco. Vielen Dank. Sehr gerne, ich freue mich. Ja, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Beim nächsten Mal reden wir über die diversen Marken, die auf Instagram entstanden sind und gucken uns das mal Case by Case an. Da gibt es ja mittlerweile einige Marken, die auch 9-stellige Umsätze machen und alleine auf Instagram entstanden sind. Und vielleicht sehe ich euch bis dahin bei der Demexco. Elias wird nämlich auch da sein bei der Demexco auf der Spreaker Plaza und einen Vortrag halten. Kommt gerne vorbei. Und bis dahin gibt es auch noch den nächsten Podcast, der schon online geht, und zwar mit Florian Heinemann, die Ausgabe Nummer 8. Und wir reden so ein bisschen über Rotten die Welt, aber es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Direkt live aus Berlin von der Spreaker User Group.